Pedersen, heute erstes Testspiel gegen Dynamo Dresden. Ich denke mal, Sie haben es bestimmt schon gut eingeschätzt mit Dynamo Dresden. Die steigen ja am Freitag wieder richtig ein, dass sie mit einer starken Mannschaft auch kommen. Ja, welche Resümee ziehen Sie heute aus dem Spiel raus? Ich habe schon viele gute Aufschlüsse gesehen. Zuerst habe ich eine motivierte und doch eine sehr gute Dresdner Mannschaft gesehen, muss ich auch dazu sagen. Die haben das Spiel wirklich sehr ernst genommen, sind nicht umsonst nochmal hierher gefahren, bei besseren Bedingungen. Für uns war es ja das erste Mal Rasen nach zig Wochen Schnee, Winter in Magdeburg, überall in ganz Deutschland. Und dafür haben die Jungs das ganz gut gemacht. Man darf auch nicht vergessen, dass heute Morgen auch schon eine intensive Einheit in den Beinen hatten. Und in der ersten Halbzeit wirkten meistens wir noch so ein bisschen zu passiv, ein bisschen ängstlich, hatten eine ganz klare Torchance, die Dresdner 3, und demzufolge war das 2-0 verdient zur Halbzeit. Aber ich glaube, nach der Halbzeit haben wir eine richtig herzerfrischende Magdeburger Mannschaft gesehen, die richtig gute Möglichkeiten hatte, Hochkaräter hatte, 100% hatte, ja, die leider nicht genutzt hat. Genau, muss ich auch dazu sagen, das ist wieder so ein Thema, wo man diskutieren kann, warum nicht. Aber erst einmal gegen eine zweite Bundesliga-Mannschaft die Chancen zu bekommen, die wir ja auch, ich denke mal, ganz gut rausgespielt haben, das ist das Positive. Das was sie nicht verwertet haben, darüber muss man sprechen, aber die Jungs haben bisher nur Schnee gesehen, das erste Mal Rasen. Vielleicht liegt es auch daran, erstmal Abläufe zu studieren, Automatismen einzustudieren, aber letzten Endes, denke ich mal, hat es Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch hier physisch und konditionell nicht nachgelassen, sondern waren meistens sogar die aktivere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, die wirkungsvollere Mannschaft, und der Kellner-Kollege sagte ja, gut ab, ihr habt uns mehr als beschäftigt und wir wollten in der zweiten Halbzeit eigentlich nochmal Gas geben, aber Gas hat, glaube ich, nur Magdeburg gegeben. Das war auch was Positives. Ja, genau, der Kampf und der Wille, der war auf jeden Fall wieder zu sehen, ganz klar. Kann man schon was zum morgigen Testgegner sagen? Ja, wenn man gegen kasachische, was sagt man, Oberliga-Mannschaft oder wie die Liga heißt. Genau, wie, ja, genau, wollte ich gerade sagen, die erste Liga. Genau. Ja, da darf man die nicht unterschätzen, da gibt es tolle Fußball, da hat sich auch was entwickelt. Ich bin mal neugierig auf diese Mannschaft, aber auch auf uns. Wir werden ein bisschen was verändern, das ist ganz normal. Wir werden nicht immer die gleichen Spieler auch 90 Minuten spielen lassen, sonst verheizen wir sie. Und wir wollen natürlich auch endlich mal ein Tor schießen. Und jetzt geben wir auch ein besseres Resultat erzielen. Aber andererseits, wenn man gegen eine zweite Mannschaft, die heute nur 0-2 verloren hat und sich mehr als gut aus der Affäre gezogen hat, dann will man morgen das Spiel auch nicht unterschätzen. Ich lasse mich mal überraschen. Es gibt ja so manchmal so eine Freundschaftsspiele, da geht die Post ab. Es gibt aber auch so Freundschaftsspiele, wo du sagst, naja, ist eine lange Wahl. Wir wollen natürlich, dass die Post abgeht. Ja, auf jeden Fall, das wollen wir alle auf jeden Fall sehen. Es sind ja sehr, sehr viele Fans auch mitgereist und haben auch hier wieder anständig mit supportet. Ich denke mal, das kommt doch immer gut, ne? Ja, also ich kann bei Sorge sagen, so, das ist eine Gänsehaut, da sagst du, wie, wo bist du jetzt eigentlich? Bist du in Deutschland? Ja. Also, ich weiß nicht, über 100 Magdeburger hier zu sehen, die uns anfeuern, die stolz sind, hier der Mannschaft den Rückhalt zu geben. Es macht unheimlich Spaß. Also es ist verpflichtet aber auch, dass die Jungs auch wissen, wir müssen hier was zurückgeben, wir sind hier nicht im Urlaub, sondern wir wollen hart arbeiten, wir wollen den Fans der Region wieder was zurückgeben. Mit der Unterstützung der Fans und mit der Arbeit, die wir tagtäglich jetzt hier im Trainingslager auf uns nehmen, wollen wir natürlich auch beweisen, dass es alles richtig war. Okay, und heute Abend steht ja noch Regeneration an und ja, wir werden jetzt 2 Stunden nochmal Sauna, Schwimmbad, ein bisschen relaxen und entspannen. Und morgen dann vormittags wieder 2 Einheiten, also eine Laufeinheit vorm Frühstück, dann eine intensive Trainingseinheit vormittags und dann Nachmittag folgen und auch das Spiel gegen die kasachische Mannschaft. Okay, alles klar, dann machst du schon. Vielen Dank schön. Ich danke auch. Und viel Spaß. Ja, erster Trainingslagertag praktisch jetzt. Ihr habt gestern, seit gestern mit dem Flugzeug angereist. Wie war der Flug erstmal? Ja, der Flug war in Ordnung. Also wir sind froh, dass wir endlich hier sind. Dank des Sponsors, der es ermöglicht hat, kann man natürlich auch eine Woche unter richtig guten Bedingungen trainieren. Und da sind wir wirklich richtig glücklich drüber. Und Hotel, alles passt. Und jetzt versuchen wir uns ganz einfach den Feinschliff zu holen für die Saison. Mhm. Ihr hattet heute euer erstes Trainingsspiel, ja, gegen Dynamo Dresden. Welches Resümee ziehst du heute aus dem Spiel? Ja, wir wissen ja auch, dass Dynamo schon ein bisschen weiter ist als wir und von dem her sind wir nicht ganz unzufrieden. Natürlich war letztendlich auch ein bisschen mehr drin, wenn man speziell die zweite Halbzeit sieht, wo wir wirklich richtig gute Chancen haben. Aber unterm Strich muss man ganz einfach festhalten, dass wir einen richtig guten Testspielgegner hatten. Wir haben eine gute Fitness und die gilt es eben weiter auszubauen. Okay. Kannst du uns vielleicht schon auch was sagen zu den nächsten Testspielgegnern? Das sind, glaube ich, ein tschechischer, kasachischer, genau, Testspielgegner mit dabei. Wisst ihr darüber auch was? Hat der Trainer vielleicht auch was verraten? Wir haben bisher bloß gehört, dass die Zweiter in der kasachischen Liga sind und das auch ein sehr, sehr guter Testspielgegner ist. Okay. Steht heute noch irgendwas auf dem Plan bei euch? Ja, heute werden wir Regenerationsmaßnahmen noch nachher unternehmen. Bisschen ausschwimmen, bisschen Sauna und ja, das alles nach dem Abendbrot und dann ist schon Bettruhe. Und morgen geht es schon wieder weiter. Alles klar. Gut, dann auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin hier im Trainingslager in Antalya. Wir bedanken uns erstmal bis dahin und damit gebe ich ab. Danke.